Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Rafiki und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, starten wir los mit dem Video. Was wäre König der Löwen ohne Rafiki? Man könnte sagen, er ist der Initiator von so ziemlich allem. Sei es Simbas Rückkehr oder die Verkupplung von Kiara und Kovu. Immer hatte Rafiki seine Hände im Spiel. Und er hat somit die Geschichte der Filme maßgeblich beeinflusst. Und heute wollen wir uns mal etwas mehr mit ihm und seiner Geschichte beschäftigen. Wer ist Rafiki? Rafiki ist ein männlicher Mandrillaffe mit grau-weißem Fell und einer roten Nase. Eine Besonderheit bei Rafiki ist sein langer, pavianähnlicher Schwanz. Er lebt im geweihten Land, genauer gesagt in einem großen Affenbrotbaum. Der Name Rafiki bedeutet übersetzt Freund. Rafiki ist ein königlicher Berater und war unter anderem bei der Zeremonie von Simba als auch bei der von Kiara anwesend. Wo kommt Rafiki vor? Grundsätzlich eigentlich so gut wie überall. Er spielt in jedem König der Löwen Film als auch in der Serie Die Garde der Löwen eine wichtige Rolle und auch in den Comics und Büchern. Sofern ich hier nichts übersehen habe, ist Rafikis erster Auftritt im Kanon in König der Löwen 1 bei Simbas Zeremonie. Dort präsentierte er den Tieren des geweihten Landes ihren Thronfolger. Danach hatte er eigentlich bis gegen Ende des Films keine große Rolle mehr. Kleine Korrektur nochmal, Rafiki kommt tatsächlich auch chronologisch gesehen schon vor König der Löwen 1 vor, und zwar in König der Löwen 3, wo ja manche Szenen vor dem ersten Teil spielen. Dort gibt er nämlich Timon Ratschläge und erklärt ihm, was Hakuna Matata bedeutet. In einer Szene malte er Simba und in einer anderen verschmierte er das Bild wieder, als alle dachten, dass Simba tot sei. Gegen Ende des Films tauchte er bei Simba im Dschungel auf und führte ihn zu dem Ort, wo er mit seinem Vater sprechen konnte. Er schaffte es so auch im Endeffekt, Simba davon zu überzeugen, wieder zurück zum Königsfelsen zu gehen und Scar herauszufordern. Schließlich kämpfte er auch gegen die Hyänen mit und konnte dort mit seinen ausgefeilten Kung-Fu-Tricks überzeugen. Und am Ende des Films präsentierte er den Tieren des geweihten Landes Simbas und Nalas Kind. Der Auftritt von Rafiki im zweiten Teil startet eigentlich ziemlich gleich wie der Auftritt im ersten Teil. Hier präsentierte er den Tieren des geweihten Landes Kiara. Rafiki konnte aus der Ferne beobachten, wie Kiara immer älter wurde. Auf der anderen Seite musste er auch mit ansehen, wie Kovu, der Sohn von Sira, immer stärker und böser wurde. Dieser wurde ja von Sira ausgebildet, um Simba zu töten. Eines Abends sprach er mit Mufasa drüber und machte sich große Sorgen. Dieser schien ihm dann sagen zu wollen, dass er Kiara und Kovu doch einfach verkuppeln soll. Das ist dein Plan! Bist du verrückt geworden? Das kann nicht gut gehen! Zuerst schien Rafiki das nicht für eine allzu gute Idee zu halten, doch schließlich gab er nach und setzte den Plan in die Tat um. Und so griff er im zweiten Teil mehrmals in die Handlung ein. Einmal zum Beispiel, als Kovu Kiara aus den Flammen rettete und von Simba, der schließlich auch zum Schauplatz kam, angebrüllt wurde. Rafiki klärte hier auf, dass Kovu Kiara gerettet hatte. Dies machte es erst möglich, dass Kovu von Simba aufgenommen wurde. Auch wenn Kovu an diesem Punkt noch böse Absichten hatte. Doch Rafiki wusste auch hier zu helfen. Denn als Kiara und Kovu eines Abends gemeinsam chillten und Kovu von seinen Gefühlen überwältigt wurde und dann einfach abhauen wollte, brachte Rafiki sie zu einem geheimnisvollen Ort namens Upendi. Dort sang er den beiden ein Lied über Liebe und verkuppelte sie so richtig. Daraufhin wich Kovu von seinem Plan, Simba zu töten, komplett ab. Es kam zu einem Kampf zwischen Siras und Simbas Rudel, der allerdings gut ausging. Und so konnten Kiara und Kovu am Ende glücklich zusammen sein. Er kam auch in der Serie Die Garde der Löwen vor. Dort bildete er Makini zu seiner Nachfolgerin aus. Im Remake war Rafiki etwas mystischer dargestellt, aber grundsätzlich verläuft seine Story ähnlich wie im Zeichentrickfilm. Eine Besonderheit an der neuen Version von Rafiki ist, dass er hier seinen Stock nicht die ganze Zeit dabei hat. Den holte er erst gegen Ende raus, als er die Löwen beim Kampf gegen die Hyänen unterstützte. Auch im dritten Teil von König der Löwen, in dem es eher um Timon und um Pumbas Story ging, spielte Rafiki eine große Rolle. Denn auch hier war er dafür verantwortlich, dass die Dinge so kamen, wie sie im Endeffekt gekommen sind. Meine Arbeit hier ist getan. Auch in der Timon und Pumba Serie taucht er ein paar Mal auf. Und in einer der Folgen bildet er auch dort einen Mandrillaffen aus. Allerdings handelt es sich hier nicht um Makini. Aber ich würde die Timon und Pumba Serie tatsächlich auch nicht wirklich als Kanon, also als Teil der wirklichen Geschichte betrachten. Und damit kommen wir auch schon zu Legends. Also zu den Geschichten, die nicht offiziell im König der Löwen Universum bestätigt sind. In der Bücherreihe Six New Adventures, genauer im Buch A Tale of Two Brothers, wird uns zum Beispiel erklärt, wie Rafiki ins geweihte Land kam.
Wir erfahren hier, dass Rafiki auf der Suche nach Wissen durch die Gegend zog. Als er schließlich im geweihten Land landete, wurde er von Hyänen angegriffen. Allerdings wurde er vom König des geweihten Landes, Ahadi, und dessen Sohn, Prinz Mufasa, gerettet. Sie unterhielten sich ein Weilchen und Ahadi lud Rafiki zum Königsfelsen ein. Rafiki war es auch in den Büchern, der sich um Scars Wunde kümmerte. Denn diese hatte zuvor versucht, Mufasa zu töten und wurde dabei von einem Büffel am Auge verletzt. Im Buch Follow the Leader erfahren wir, dass Rafikis Heimatland sich in Gefahr befindet. Er und Simba reisen dorthin und treffen dort auf seinen Cousin. Dieser hatte die Macht über die Affentruppe dort, war allerdings ziemlich faul. Rafiki entschloss sich, ihm die Macht zu entreißen und führte die Affen durch einige Gefahren hindurch zu einem neuen Ort, wo sie leben konnten. Rafikis Cousin erkannte, dass er mit seiner faulen Art alle nur in Gefahr brachte und änderte sich zum Guten. Im Comic König der Löwen verborgene Geschichten war Rafiki auch bei der Zeremonie von Koopa anwesend. So viel zu Legends. Was Fangeschichten betrifft, konnte ich über Rafiki leider nicht wirklich etwas finden. Sollte ich hier etwas übersehen haben oder ihr habt eine eigene Fangeschichte über Rafiki, könnt ihr sie gerne mit uns in den Kommentaren teilen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!